Willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Und wir stehen hier heute in Alheim und wir werden heute fahren den ALX mit einem neu erschienenen Bus, wie man hier schon sehen kann, weil das dürfte den meisten noch nicht so bekannt sein, was das hier für ein Bus ist. Also jetzt in OMSI. In Realität dürfen die meisten den wahrscheinlich kennen. Das ist nämlich ein MAN Lions Coach. Das ist der Bus, der auch zum Beispiel im Fernbus Simulator nachgebaut ist. Ach ja, ein Coach L, der hat hier zwei Achsen hinten, also ist das insgesamt ein Dreiachser. Jo, ich habe den jetzt einfach mal so genommen, in der Hoffnung, dass es am Wochenende doch einen Kurs gibt, der nicht direkt fährt, aber wir fahren jetzt einfach mal direkt. Ist, denke ich mal, auch nicht so schlecht. Und ja, wir starten hier von Alheim, fahren in Richtung Laurenzbach und dann wollen wir uns auch hier auch einmal auf der Fahrt so ein bisschen das Gefährt angucken. Ich habe schon eine kleine Modifikation installiert, wie man hier sehen kann. Eine neue Zielanzeige, weil die alte Zielanzeige hat bei mir nicht so ganz funktioniert. Ich weiß nicht warum, ich hatte eigentlich alle Fonts installiert, aber ich weiß echt nicht warum. Da habe ich einfach mal eine Mod mir rausgesucht. Die gibt es auch im OMSI-Forum. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt, wenn ich dieses Video da posten würde, ob ich das in VIP-Bereich des Screenshots bzw. Videos posten müsste oder im normalen Bereich, weil es ist ja eigentlich nicht, es ist ja eigentlich nicht privat. Es ist ja eine Modifikation, die öffentlich ist. Na gut, ja. So, setzen wir uns hier erstmal hinter Steuer. Hier sehen wir schon. Das ist schon ein richtig geiles Cockpit hier, wie man sehen kann. Das sieht original aus, wenn man das jetzt so aus dem Fernbus-Simulator kennt. Und wow, der Boden ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Der sieht auch mega cool aus. So, starten wir mal die Elektrik. Der Bus ist ein bisschen leise, ist aber bei so Reisebussen eigentlich ganz normal. Hier erstmal der Innenraum. Was haben wir da hinten? Ach so, das ist ein Sticker. Ich dachte, das wäre ein Hilfsfall. Nee. Die Sitze sehen auch cool aus, muss ich sagen. Ja, sind jetzt nicht so komplett ausmoduliert, aber muss ja nicht sein. Das reicht ja hier schon. Ja, ich sag, sind nicht komplett ausmoduliert, aber hier, was sieht man hier? Dieses Gitternetz. Es ist nicht einfach nur so eine Textur, es sieht ausmoduliert aus. Dann haben wir hier so schöne Glasluken mit so einem polnischen Aufkleber. Hoch, wo bin ich jetzt? Ach so, ich drücke hier irgendwie Sachen, die ich nicht drücken wollte. Ach so, es sind so. Ich wollte eigentlich Fahrgastansichten haben. Okay, danke. Ja, jetzt sitzen wir hier vorne drin. Klimaanlage, Lüftung wahrscheinlich. Und das sieht hier echt schon echt cool aus, muss man wirklich sagen. Hier haben wir dieses Rollo, das kann man aber nicht runtermachen. Vorhänge. Boah, die Texturen sind echt nicht schlecht, muss man sagen. Also dafür, von Weitem sieht das echt schon sehr scharf aus. Wenn man jetzt nah rangeht, dann natürlich nicht. Aber wer geht bitte schon so nah daran und schaut sich das an? Aber selbst von diesem Standpunkt aus ist das alles wirklich noch sehr cool gemacht. So, jetzt wird's interessant. Wir haben hier nämlich so ein hässliches Druckerteil. Sorry, dass ich das jetzt so genannt habe. Es ist teilweise, ich finde es wirklich nicht so schön. Aber na gut, den hier einzustellen. Jetzt muss ich hier erstmal meine PIN eingeben. Die habe ich eigentlich so mit K müsste man das hier. Wo ist denn hier K? Da. Ah, es war falsch. Jetzt muss ich das einmal nachgucken. Ich habe mir es eigentlich aufgeschrieben, aber ich habe den Zettel verloren. README. Also ich hatte die README gelesen, aber so ein vierstelliger Zahlencode, den vergisst man halt schon mal öfter. Und dann öffne ich jetzt einfach mal eben hier die PDF-Datei. Also ich bin super vorbereitet. Wir haben auch noch 3 Minuten, dann müssen wir schon los. Wow. Ah, öffne dich, README. So. Aber nochmal eben nachschauen. Das ist nämlich nicht so einfach, den hier so einzustellen, den Drucker. Das ist der EMA 105. I understand. Ich hab's wieder falsch, oder? Nee. Hä? Ich hab eigentlich 4320K. K. Okay, der Drucker möchte nicht. Ach so, mit Bi. Klar. Damit muss ich das. Alheim, ja, also mit. Nee, jetzt muss ich das hier mit K bestätigen. Ich komme gerade nicht drauf klar. Ich habe mir das eigentlich alles durchgelesen. If you have an active schedule, you will be able to select your route by using up and down arrows. Press K to confirm. If you want to change the route, simply press K again. And then. Nee? Ja, nein. So, jetzt. Ha, geht doch.
So, jetzt haben wir das hier. Jetzt muss ich mich auch ein bisschen beeilen, weil es ist jetzt nicht mehr viel Zeit. So, erstmal hier die Karte einsetzen. Dann können wir den hier nämlich auch starten, den Motor. So, sieht man hier schön, man hört es aber nicht. Dann natürlich noch anschnallen. Das ist auch cool, dass man das kann. Und dann kann man, glaube ich, schon so und so. Dann, nee, ich fahre mal im ersten Gang an. Hier ist das Schaltgetriebe noch einigermaßen okay. Also ich muss mich jetzt erstmal wieder an den Schaltbus gewöhnen. Das letzte Mal, dass ich Schaltwagen gefahren bin, das ist schon eine Weile her. Und oh Gott, kommt der her? Also die fahren ja auch teilweise echt ein bisschen sehr schnell um die Ecke. So, und den Bus, den hört man hier leider wirklich kaum. Das ist schade. Was ist bei so einem Reisebus eigentlich auch nicht so normal, dass man den immer gut hört. Deswegen mache ich Fenster auf. Dann höre ich vielleicht ein bisschen was vom Guten Verkehr. Tag. Guten Tag. Übrigens, ich habe hier auch diese Menschen Wir aus sind in dem. der Antarktis angekommen. Ja, Eichhörnchen. sind wir. Hallo. Es ist echt so komisch. Alles ist so leise. Ich mache das hier mal ein bisschen wärmer. Und an natürlich. Das ist jetzt hier nur so eine Dummy-Funktion. Das ist jetzt nicht so ausführlich, wie es sonst im Fernbus-Simulator wäre. Jetzt kann man das ja auch zum Fernbus-Simulator vergleichen. Das ist ja wohl Eine Kurzstrecke, schlimm. bitte. Ah, Kurzstrecke. Ja, jetzt wird's lustig. Nee. Ich muss jetzt hier was verkaufen. Ich Das wollte eigentlich Problem eine Fahrkarte kaufen. ist, der Drucker, der kann nur zwei Fahrkarten verkaufen. Deswegen. So. Ach so, was man hier auch noch einmal machen könnte, ist, wo haben wir es denn? Hier, Fahrgastmonitor ein. Das ist jetzt zwar nicht so ein informativer Fahrgastmonitor, der zeigt hier nur so ein bisschen Werbung an, aber nur mal, um so zu zeigen, dass es das gibt. So, machen wir mal die Tür zu. Die Tür ist somit das Einzige, was ich hier höre. Der Blinker, der macht nur so ganz, ganz leise Klack, Klack, Klack. Aber na gut, ist halt ein Reisebus. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich so leise sein soll, weil teilweise, der Blinker ist ja eigentlich auch normalerweise lauter. Normalerweise. Ich weiß nicht, ob das in einem Reisebus auch der Fall sein soll. Aber na gut, wir haben hier alle drinne. So geht's los. Habe ich die Haltestellenbremse raus? Ja, habe ich. Ah, ich höre was vom Motor. So, und dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Laurenzbach. So, ich muss mich hier auch erstmal so ein bisschen an das Fahrverhalten gewöhnen. Fühlt sich ein bisschen anders an. Der kommt jetzt nicht so schnell aus dem Puschen, aber ja. Wenn man schon anfahren sollte, sollte man auch wahrscheinlich den ersten Gang benutzen. Aber auch so kommt er teilweise echt nicht so aus dem Puschen. Also, wir fahren jetzt hier direkt. Habe ich hier irgendwo einen Fahrplan? Wäre vielleicht gut zu wissen. Irgendwie, irgendwo. Unser nächster Halt ist. Ach so, ja, also direkt heißt wirklich direkt. Unser nächster Halt ist Laurenzbach. Ich dachte, wir würden noch einen kleinen Zwischenhalt in deren Hufen machen, aber dem ist anscheinend nicht so. Das heißt, jetzt muss ich hier alleine unterhalten. Das heißt, ich kann nicht einfach so irgendwie was erzählen. Ja, nächster Halt ist deren Hufen. Funktioniert nicht. So. Das heißt auch die ganze Zeit Autobahn. Ich habe die Kollisionen an, das heißt, es kann lustig werden. So, wir sind ja ein 15-Meter-Bus. Das heißt, da musste ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich hatte schon Angst, dass ich das Schild da jetzt irgendwie einmal so ummähe, aber das wollte ich ja nicht. Ich glaube, das wäre auch keiner, wenn man hier so Bus fährt. So, dann geht's jetzt gleich auf die Autobahn. Da dürfte die Performance auch ein bisschen besser sein. Ich habe auch zwei Nachbarkarren eigentlich aktiviert. Das heißt, das dürfte auch nochmal so ein kleiner Minuspunkt in der Performance sein. Ja. Wie man hier sieht, die Poller, die werden auch gerade nicht geladen. Und ich sollte vielleicht auch mich an die Geschwindigkeitsvorgaben hier im Ort, in der Stadt halten, nicht im Ort. Aber naja, wir sind dann ja gleich auf der Autobahn. Da kann ich so schnell fahren, wie ich möchte. Der einzige Minuspunkt ist dann halt auch wieder, dass einem da die Fahrzeuge in die Quere kommen. Da sollte man aufpassen. So, wir fahren auf einem Sonntag früh. Und wie man hier sieht, Alheim ist komplett leer. Also, da ist kaum was los.
Zumindest hier in Richtung Laurensbach anscheinend. So, ich wechsle mal lieber in den dritten Gang. Zieht dir, glaube ich, auch ein bisschen besser. Stellt euch mal nicht so an. Ich habe die Kurve mit weniger als 40 km/h genommen. Das darf doch wohl nicht so schlimm sein. Aber teilweise ist der Sound wirklich ein bisschen leise. Ein bisschen. Aber es ist halt bei den modernen Bussen wirklich so. Auch der C2 hier in Ormsi mit dem Morphy Soundpack ist echt verdammt leise. Und das ist auch schon beim Solo so. Wenn man da irgendwie mit dem Gelenkbus fährt, dann höre ich nur irgendwie so die Fahrgaststimmen so bla 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 bla. Aber vom Motor kriegt man da nichts mit. Das ist teilweise echt komisch. Muss ich wirklich so sagen, weil wenn ich Bus fahre, möchte ich auch gerne was vom Motor hören. Fahre ich lieber von hohl. Da sitzt der Motor vorne. Zumindest beim Doppelgelenkbus. Aber dann kann man den Doppelgelenkbus schon mal fahren. Man gibt jetzt nicht so viele Strecken, die dafür wirklich super gut geeignet sind. Ach, ich müsste ja eigentlich gleich auf die Busspur. Na, wir sehen, wie es jetzt gleich hier mit der Ampel vorne aussieht. Wenn die rot wird, dann. Ich nutze die Busspur. Ich weiß, der Pfeil zeigt jetzt noch da, aber ich fahre hier jetzt einfach mal. So. Jetzt geht's hier schön auf die Autobahn. Ah gut, es ist noch Bundesstraße, aber gleich Autobahn. Aber der lässt sich schon wirklich ganz angenehm fahren, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also schalten, ohne Probleme. Ich finde auch die richtigen Punkte. Hat man hier so einen schönen großen Drehzahlmesser. Ah Gott, der fährt da vorne nicht. Der will wahrscheinlich abfahren. Das heißt, ich überhole den mal, auch wenn ich Bus bin. Kann ich rüberfahren? Ja, kann ich. Auf der Überholspur. Okay, jetzt sind wir auf der Autobahn. Jetzt gleich muss ich auch mal ein bisschen vorsichtiger fahren, weil Autobahn ist immer noch so ein bisschen verwirrend, wenn man da an so einem Autobahnkreuz oder an einem Autobahndreieck ist, dann muss man teilweise echt gut auf die Schilder aufpassen. Aber in Omsi ist das ja eigentlich immer so umgesetzt. Oh, da wollen Leute rein. Da bremse ich mal lieber. Wir kennen ja die Omsi-KI. Die müssen da immer halb bei einschlafen. So, ich muss anscheinend geradeaus. Und nicht links. Das ist gut zu wissen. Ich meine rechts. Links ist auf der anderen Seite. Ich bin jetzt hier links. Ich glaube, ich werde heute auch noch einmal Fernbus-Simulator spielen und aufnehmen, weil da ist ja auch ein größeres Beta-Update herausgekommen. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ja, ich muss hier rüber. Ha, man findet sich auch nur mit den normalen Schildern zurecht. Da braucht man gar keine Hilfspfeile, wenn man sich auch ein bisschen hier in Alheim auskennt. Und Alheim ist ja schon eine schöne Karte, muss man wirklich sagen. So, ich sollte vielleicht mal schalten. Wäre vielleicht mal irgendwie eine Idee. Ich finde das immer noch so ungewohnt. Automatik. Schön, automatisch ohne Schalten, schön angenehm. Aber es ist halt hier ein Schaltbus, ein Schaltwagen ist für längere Strecken, Landstrecken eigentlich besser geeignet, muss man wirklich sagen. Ich versuche jetzt auch mal in der nächsten Zeit ein bisschen Abwechslung hier reinzubekommen, mal irgendwie ein paar andere Karten zu fahren. Ich weiß ja, es ist mir so aufgefallen, ich bin ziemlich oft Alheim-Laurensbach so in meinem Let's Play gefahren. Deswegen, ja, aber hier passt es jetzt einfach nur, weil es diese Strecke hier halt gibt. Es ist ein Reisebus. Reisebus passt super hier drauf. So, ich mache jetzt mal was, was man glaube ich auch nicht dürfte. Direkt auf die äußerste Spur ziehen. Aber geht gerade nicht anders. Ich meine, die fahren hier so langsam. Dann versuche ich mich so früh wie möglichst wieder auf die rechte Spur hier einzuordnen, weil dann habe ich hier nämlich noch ein bisschen Ausweichmöglichkeiten. Das ist der IAA-Trick. So, und schneller als 80 sollte ich auch nicht fahren. Und ich kann ja mal was probieren. Ich mache mal Maussteuerung. Das wollte ich auch schon mal seit Ewigkeiten gemacht haben. Ich meine, auf Autobahn habe ich jetzt auch so herausgefunden, da ist Maussteuerung echt angenehm. Im Gegensatz jetzt zu Tastatursteuerung. Es ist viel angenehmer, weil da kann man die Geschwindigkeit schön halten. Mit der Tastatur ist das ja leider nicht so möglich.
Das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt, wenn man jetzt nicht zum Beispiel irgendwie ein Tempomat im Bus verbaut hat. Aber das ist jetzt halt hier in OMSI leider nicht der Fall. Und ja, ein Lenkrad habe ich halt nicht. Aber mit Maussteuerung und Tastatur komme ich eigentlich echt gut zurecht. Ich meine, ich fahre meistens eh nur in der Stadt. Da kann man schon mal ganz gut mit Tastatur fahren. So, vorbei an den Wohnsiedlungen. Ich glaube, wir sind hier jetzt gerade. Wie heißt das? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, das Viertel. Ich schalte mal. Auf jeden Fall, das war so das oberste Viertel, wo, ich glaube, Listau heißt das, glaube ich. Nee, Listau war noch was anderes. Ich hasse euch, ihr Autofahrer. Wenn ihr denn schon fahrt, dann solltet ihr auch mal, oder wenn ihr schon auf die Spur wechselt, solltet ihr auch mal fahren. Leuchtefurt, so heißt das hier. Da kann man nach Eichenhöhe abfahren. Ich weiß gar nicht, ob das auch jetzt eine richtige Abfahrt ist oder ob das irgendwie auch nur so eine Fake-Abfahrt ist. Ich mach mal eben was. Ich guck das mal eben nach. Ist das eine Fake-Abfahrt? Nee, ist es nicht. Geil. Da ist die Straße, von der man sonst fahren würde. Ich dachte immer, das wäre eine Fake-Abfahrt, aber na gut. So. Also jetzt mal so richtig schön Gas geben. Hier ist gerade mal echt nicht so viel los. Das ist ganz angenehm. Die wollten anscheinend alle hier so zur Eichenhöhe runter oder wie auch immer das jetzt da heißt. Diese Straße, so heißt die Endhaltestelle da. Das ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Schön. So. Schneller als 80 sollte ich vielleicht nicht fahren. Ich meine, man muss ja auch immer hier auf die unberechenbaren Autofahrer Acht geben. Aber wir dürfen jetzt schön einmal Autobahn durchfahren. Ich kann ja mal wieder so ein paar Stories erzählen. Ich habe jetzt da längere Zeit keinen OMSI mehr gespielt, beziehungsweise aufgenommen. Gespielt schon, aber nicht aufgenommen. Und kann ich ja mal wirklich so ein bisschen was erzählen. Was ist denn mal passiert? Genau. Anfang August ist die Schule bei uns wieder losgegangen. Ja, sehr früh, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, aber Niedersachsen ist halt in letzter Zeit immer ein bisschen früh gewesen. Finde ich leider ein bisschen schade. Müssen wir den warmen. Ja, dieses Mal war ja nicht so warm, aber wir müssten den in der Theorie warmen August in der Schule sitzen. In der Theorie. Aber na gut, dem war ja dieses Jahr nicht so. Und Busfahren zur Schule, das ist natürlich immer so eine Sache. Wir haben da so einen 15-Meter-Bus. Und der reicht eigentlich auch völlig aus, normalerweise. Normalerweise. Aber die ersten Tage war der Bus sowas von voll. Ich habe keinen Sitzplatz bekommen. Das ist so tragisch. Es ist jetzt zwar, man kann es jetzt irgendwie so Luxusprobleme nennen, weil es gibt Schulbusse, da hat man schon, keine Ahnung, die fahren mit einem Solobus, wo man eigentlich einen Gelenkbus bräuchte. Und dann stehen da so richtig kleine Kinder, also so Grundschulkinder, in dem Bus, und wenn er dann einmal eine Vollbremsung macht, dann hat man Kindermatsch vorne an der Scheibe. Nein, so brutal wollen wir jetzt auch nicht werden. Und ja, ich habe ja die Wahl zwischen zwei Bushaltestellen. Einmal eine im Ort und einmal eine außerhalb des Ortes. Ich hasse euch Autos. Hört mal auf, immer hier so richtig spontan die Spur zu. Hallo? Okay, der hat anscheinend Spaß hier, sich die Autos anzuschauen. Also, wo war ich? Genau, ich kann zwischen zwei Bushaltestellen auswählen, eine außerhalb des Ortes und eine innerhalb des Ortes. Das Praktische an dem ist, dass der Bus außerhalb des Ortes hält er theoretisch, also der hält früher, fährt dann erst in unseren Ort rein, macht dort eine Schleife sozusagen und dann kommt er erst zu der Haltestelle im Ort. Also der fährt da erst einmal dran vorbei auf der anderen Seite und dann hält er da auch, nachdem er so eine Schleife im Ort gemacht hat. Und wenn ich dann außerhalb des Ortes einsteige, dann habe ich eigentlich immer einen Sitzplatz. Das ist mega praktisch und ich versuche jetzt mal so früh wie möglichst hier wieder rüber zu kommen. Deswegen stehe ich jetzt immer 10 Minuten früher auf und mache mich auf den Weg zu der Bushaltestelle. Und ja, das ist eigentlich völlig praktisch. Das ist voll praktisch eigentlich.
Und ja, die Haltestelle, an der ich sonst eingestiegen wäre, da steigen halt richtig viele Leute ein, da steigen somit die meisten aus unserem Ort hier ein. Ich glaube, der hält 3, 4 Mal hier im Ort. Ne, 3 Mal hält der im Ort. Ah, jetzt fahren die hier wieder so langsam. Leute, gebt Gas! Das Gaspedal ist. Was ist das Gaspedal? Rechts unten, links unten? Ich kann kein Auto fahren. Ich habe den Führerschein noch nicht. Ich bin 16. Für die, die sich jetzt fragen. Da macht man den mit. Man kann ja mit 16 einen Halt machen. Ich ziehe jetzt definitiv nicht rüber. Das wäre bei dieser Autokolonne vor mir ein Todesurteil. Aber was ich hier auch so schön finde, diese Seite komplett voll. Die Seite neben uns leer. Alle wollen anscheinend in Richtung Laurenzbach auf einmal oder in Richtung Derenhofen. Gibt ja gleich auch nochmal, glaube ich. Nee. In Richtung Marktschein. So. Gibt ja nicht mehr Derenhofen hier in der Abfahrt. Oder doch jetzt hier vorne. Aber die ist halt jetzt nicht so richtig, echt. Spurwechsel. Ich es hasse. Derenhofen Süd, Derenhofen Mitte. So, welchen Gang brauche ich jetzt? Ich glaube, ich brauche den dritten. Ich werde auf jeden Fall mal im Omsi-Forum nach einem Soundfix gucken, ob man das nicht vielleicht noch ein bisschen lauter bekommen würde, weil das ist. Ja, man hört den Motor wirklich kaum. Es fühlt sich einfach nur so komisch an. Oh, ist da gerade eine Lampe angesprungen auf dem. Da ist gerade echt eine Lampe angesprungen. Ich darf anscheinend nicht schneller als 80 fahren. Ah, cool. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich so die Bedeutung hat, dass ich nicht schneller als 80 fahren darf. Und gleich wird's lustig. Die ziehen mit größter Wahrscheinlichkeit gleich wieder auf meine Spur rüber. Das heißt, ich darf dann hier so auf das Feld ausweichen. Ist nur die Frage, wann die rüberziehen. Aber hier so mit Maussteuerung lässt sich das eigentlich echt angenehm fahren, muss man wirklich sagen. Zumindest Autobahn. Stadt stelle ich mir da ein bisschen komplizierter mit vor. Aber Autobahn ohne Probleme lässt sich sehr gut fahren.